Rap Monatseder. Herzlich willkommen. Du bist also optisch schon mal also eindeutig grün. Ja, klar. Das macht Claudia Roth auch. Die hat immer was Grünes an. Das kann nicht sein. Die Claudia kommt immer irgendwie rot daher. Ich kann diese Wortwitze heute nicht mehr ertragen. Ich war ja mal Bürgermeister, wie du weißt. Wobei das ja nicht in meiner Lebensplanung vorgekommen ist, dass ich für den Landtag kandidiere. Wollt ihr einen Grund wissen? Es Bitte. Gibt einen Bürgermeister, einen sogenannten zweiten Bürgermeister, Josef Schmidt, und der kandidiert in München-Pasing. Und das war der Grund, warum mich einige auch namhafte Grüne angerufen haben, haben gesagt, Hepp, Mensch, magst nicht in Pasing kandidieren und du wirst was Gescheites machen und wirst jetzt nicht mehr Musik machen, sondern wirklich dich engagieren. Und darum bin ich auch gerne in deine Sendung gekommen, um dir das zu sagen. Ja. Wir müssen leider für eine kurze Werbepause diese herrliche Sendung unterbrechen. Du bist noch nicht mal so richtig im Amt dort und lügst jetzt schon. Also es ist hier Veronika von Quast. Ich bin das alte Fossil der Burgstraße. Ja. Bin schon seit 72 da dort und werde auch der Drachen von der Burgstraße genannt. Hast du bei mir gewohnt? Ja, das muss man schon. Dann hat er immer sein Pullover und sein Jackerl hat er immer auf den Flügel geschmissen. Dann habe ich gesagt, André, wir sind keine Studenten-WG, gell? Wieso? Aber ich habe sushi Klavier gespielt und wir haben gesungen und der Freit haben wir gehabt. Kalypso sind dann alle wieder froh im schönen Mexiko. Und das war die Zeit, wo wir Englisch gelernt haben und ich bin immer grinsend in die Schule gekommen und haben gesagt, bist heute wieder happy. So kam das. Und dann war mir das happy zu kindisch mit 17. Oh, happy. Und da haben die alle Hepp zu mir gesagt. Das ist ja. Und irgendwann, als ich Bürgermeister geworden bin in München, hat der Alfred Dürr von der Süddeutschen gesagt, Herr Monatseder, wie soll man denn das schreiben? Wenn wir H-A-P-P, also Englisch schreiben, spricht ja jeder Hab. Darf man das eindeutschen? Können wir das H-E-P schreiben? Dann spricht ja jeder Hepp. Habe ich gesagt, so machen wir das. Und seither heiße ich Hepp. Hepp, Hepp, hurra! Theresa Naredi Rainer. Wise. He's really killing that he's so willing to make whoopee. Picture.